oder wir sind ja selber torgefährlich und dann führen wir. Wo ich dann gesagt habe, okay, wir werden dann so spielen, wie es letzten Endes der Jürgen Klopp oftmals gegen den FC Bayern gespielt hat, 4-3-3. Für mich eine Mannschaft ist, die das Potenzial hat, um die Champions-League-Plätze zu spielen. Wir sind auf der Zielgeraden der Bundesliga-Saison. Noch 4 Spiele, dann ist Schluss. Für die Eintracht ist der Zug vom internationalen Geschäft noch nicht ganz abgefahren. Dafür bräuchte es aber hier am Samstag gegen die TSG Hoffenheim im Deutsche Bank Park dringend 3 Punkte. Und damit erstmal herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge im Herzen von Europa, präsentiert von Indeed. Wir steigen in die Sendung ein mit einem Mann, der bis zum vergangenen Sonntag noch nie für die Eintracht in der Bundesliga gespielt hat. Unsere Nummer 3 im Tor, Jens Kral. Dian Dramay und Kevin Trapp waren ja beide verletzt und somit kam es zum Bundesliga-Debüt für die Adlerträger, für Jensen. Wie er das Spiel erlebt hat in Berlin und was er zu seinem Ex-Club Hoffenheim sagt, das haben wir ihn gefragt. Jens, am Sonntag nach 6 Jahren wieder ein Pflichtspiel für dich und auch noch das Pflichtspiel-Debüt für die Eintracht. Leider 0-2 gegen Union verloren. Konntest du das Spiel trotzdem ein bisschen irgendwie genießen? Ja, natürlich. Es ist, war schon was Besonderes für mich nach so einer langen Zeit. Also ich habe mich ja fast 2000 Tage vorbereitet auf den Tag. Klar habe ich mich dann schon gefreut. Ja, mit dem Ergebnis war ich dann am Ende leider nicht zufrieden. Aber für mich persönlich war es schon ein schönes Erlebnis wieder mal. Jetzt am Sonntag geht es gegen deinen alten Verein. Hoffenheim ist zu Gast im Deutsche Bank Park. Gibt es noch Kontakt zu alten Kollegen? Wenn ja, habt ihr schon ausgetauscht zum Spiel oder ja, mit wem hast du gesprochen? Nee, tatsächlich nicht. Ist jetzt auch schon eine Weile her, seit ich da war. Ist auch alles durchgemischt, sag ich mal. Mit dem Torwarttrainer hatte ich ab und zu noch Kontakt, Michael Rechner, aber jetzt vor dem Spiel habe ich da noch nichts ausgetauscht. Trotzdem verfolgst du deinen alten Verein ja noch ein bisschen. Wie hast du Hoffenheim die Saison gesehen und was kommt da auf uns zu am Samstag? Ja, es ist eine offensiv starke Mannschaft mit Kramaric vorne, einem super Stürmer. Kommen viele über die Außen, viele Flanken, glaube ich. Pressing, spielen auch mit Dreierkette wie wir. Ja, ich glaube, es wird ein Hin und Her, wird ein spannendes Spiel und ich bin auch selber mal gespannt. Jetzt gab es leider in den letzten beiden Bundesligaspielen für uns Niederlagen gegen direkte Nachbarn in der Tabelle um die europäischen Plätze. Wie bewertet ihr in der Mannschaft so im Moment die Lage in der Liga? Ja, natürlich können wir nicht zufrieden sein mit den 2 Niederlagen. Klar, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Aber der Trainer hat es ja auch schon gesagt, vielleicht war am Ende ein bisschen die Körner gefehlt. Aber die holen wir uns diese Woche und ich denke, dass wir am Samstag wieder Vollgas geben können und klassisches 6-Punkte-Spiel, sag mal, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir müssen gewinnen, um noch die Chance auf Europa zu wahren. Die Chance ist noch da und solange sie noch da ist, glauben wir noch daran und wir werden keine Punkte herschenken. Jens, vielen Dank. Gerne, danke. Jensen erwartet einen offenen Schlagabtausch und viele Flanken. Und genau über dieses Thema möchte ich jetzt mit unserem Experten, mit Erwin Skela, sprechen. Grüß dich, Erwin. Hallo, Lars. Erwin, viele Flanken wird es am Samstag geben. Warst du denn früher einer, der viel geflankt hat? Ich war kein Außenspieler, ich war mehr zentral, aber natürlich habe ich auch viele Freistöße und Eckbälle geschossen und da zählen auch zum Flanken, ja, ist klar. Hoffenheim und Eintracht, die flanken tatsächlich sehr, sehr viel, wenn wir mal hier drauf gucken. 14 Flanken pro Spiel bei der Eintracht, 16 bei Hoffenheim, nur Köln flankt tatsächlich öfters und auch die Abschlüsse nach Flanken natürlich dementsprechend hoch, 98 und 100 auf Hoffenheimer Seite, auch da ist Köln die Nummer 1 der Liga und das hat auch seine Gründe, denn es gibt wahrscheinlich die beiden besten Linksaußen der Liga, die am Wochenende aufeinandertreffen. Das sind Philipp Kostic und David Raum. Würdest du dem zustimmen, wenn ich sage, das sind die beiden Besten? Absolut. Philipp unterschreibt sofort, nicht nur jetzt diese Saison, sondern in den letzten Jahren. Was natürlich wir verfolgen Eintracht jeden Spiel und das wissen wir schon, was der Philipp kann. Der Philipp ist ein Spieler, der braucht diese Außenlinie, der braucht diesen Kontakt zum Spieler, der ist sehr, sehr physisch sehr stark. Wenn man sieht, der spielt jedes Spiel und wenn man in der 80. Minute der spürt nochmal 70 Meter Sprint, das ist Wahnsinn, was der Junge abliefert. Und natürlich ist das ein gleiches Spielertyp ist ja auch David Raum. Bisschen anders als Philipp, weil er nicht nur auf der Linie klebt, der kommt auch mal ab und zu mal auch nach innen, dass er auch noch ein bisschen ein Kombinationsspiel schafft. Er ist ein bisschen in, sag mal, Technik auch noch filigranter, sag ich mal. Und der Philipp braucht auch immer diese Körperkontakt zum Gegenspieler.
Und der David natürlich auch die Vorlagen, wenn man sieht, beide gleich 8-8 Torgefährlichkeit. Philipp hat 4 Tore geschossen diese Saison. Und der David 3, aber natürlich auch der letzte Spiel von Philipp, da, er hat auch selber gesagt, Spiel seines Lebens gegen Barcelona. Von daher, er ist in Topform und wir hoffen, dass er weiter so macht bei uns. Also Kostic eher der physische, David Raum vielleicht der bisschen technisch noch bessere. Flanken, Leibspeise von Philipp, 198, Bestwert Bundesliga. David Raum, 918 Sprints, das ist auch Bestwert der Bundesliga. Da sieht man aber so, dass er auch physisch ist. Was ihn so stark macht, das schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben hier eine Szene rausgesucht aus dem Spiel gegen Augsburg. David Raum über die linke Seite und dann mal einen Ball in die Mitte. Eigentlich stehen sie gar nicht so schlecht, aber der Ball ist so perfekt. Ja, natürlich, dann man erstmal, dadurch, dass er auch selber offensiver Spieler war, erstmal loben auf der Offensive. Ja? Und natürlich, das ist ein perfekter Ball und das ist sehr, sehr schwer zu verteidigen. Man findet immer wieder was, wo man sagen kann, ja, kann man immer da verteidigen. Aber erstmal, er sieht schon die Situation, dass er jetzt seinen Mitspieler jetzt den Ball festmachen kann und er sieht den Raum. Das ist auch so eine Gabe, dass man sofort im Sprint und dann sofort den Kopf kurz hochhebt und dann sieht schon, was da in der Mitte passiert. Und dann ist ein perfektes Timing, direkt hinter der Kette zu spielen. Und das, 80-90% das Tor geht an Raum. Das zeigst du uns gleich nochmal an der Taktiktafel, wie man das besser verteidigt. Wir schauen uns nochmal die zweite Situation an. Und da David Raum als Torschütze. Kommt über die linke Seite, wird da gut in Szene gesetzt. Und dann wartet Freiburg so ein bisschen auf den Querpass. Und David Raum denkt sich, na, ich schieße ihn halt rein, wenn mich keiner angreift. Es ist schon von Anfang an, von Freiburg ist es erstmal, stimmt an der Ordnung nicht. Man sieht schon, da sind schon hier 4 Spieler von Offenheim, die ganz offensiv sind. Ja? Und das entstehen da und gegen die 4 hinten, dann muss man in den Falle, muss man auch 5 da hinten stehen. Und das ist jetzt, wir sehen schon, der Spieler ist frei. Erstmal von der Grundordnung, der ist komplett frei und dann natürlich kommt mein Ball, der darf nie jetzt hier in Halbräumen kommen. Und jetzt kommt der große Fehler, weil der Nummer 3 hier, der Innenverteidiger, der lässt den zu lange dann auf den praktisch in 16er rein, er ist fast in 5 Meter und er immer noch orientiert sich an seine Mitspielern und er greift den gar nicht an und das ist einfach ein einfaches Spiel für ihn, weil er steht vom 5 Meter vom Tor und dann haut er das Ding dann einfach oben im Winkel. Das ist schon genau die Verhalten jetzt ist sehr, sehr gut, aber jetzt muss er raus und dann ihm stören, damit er nicht so frei schießen kann. Also David Raum kann vorbereiten, er kann Tore schießen. Wie wir ihn so ein bisschen an die Kette legen können, das zeigst du uns jetzt am Taktikboard. So Erwin, wir haben die Eintracht im 3-4-3 aufgebaut, die Gäste in Hoffenheim hier in Gelb. Ein bisschen anders das Spiel mit einer 6 und mit 2 Achtern, aber auch mit diesem einen Flügelspieler auf der Seite und mit 2 echten Stürmern. Was ich jetzt von dir mal wissen will, ich weiß zum Beispiel, dass Hoffenheim stärker über die linke Seite als über die rechte Seite ist. Was gibt es denn da für Optionen als Trainer der Mannschaft mitzugeben, die ihn zuzustellen, den David Raum, den wir eben gerade besprochen haben? So, natürlich ist das komplette Mannschaft, das ist organisatorisch von ganze Mannschaft, das kannst du nicht nur abhängig von der linken Seite machen oder unsere rechte Seite, dass man sagen kann, wir müssen nur da konzentrieren, wir müssen gut verschieben, das ist klar im Fußball, das ist, weiß man schon, ballorientiert, aber wenn wir uns jetzt hier mit dem David Raum gesehen haben, auch in den Bildern vorhin, wie gut er einen linken Fuß hat und wie gut er auch den Halbfeld hier auch flanken kann. Es sind 2 Varianten für meine Idee oder wie ich denn als Trainer machen würde. Erstens natürlich, wenn er hier flach ist, muss der Knauf den nehmen, dass wir verschieben das ganz normal und dann haben wir oft gesehen, auch bei uns, dass der Philipp auch hier unten kommt, dass wir uns auch immer hier 4 hinten haben. Wir müssen auch aufpassen, letztes Spiel hat hier Kramaric gespielt, ist ein Achter, aber normalerweise ist ein Stürmer, der geht auch sehr oft hier mit, deswegen wir müssen immer oft hinten Überzahl haben. Und dann, wenn er hier ganz hoch ist, so wie in Bildern wir gesehen haben gegen Freiburg, das Tor geschossen hat, dann müssen wir hier doppeln, entweder der Tuta oder eine Sechser geht da raus und der Tuta bleibt immer in der Mitte, dass wir uns trotzdem hier in der Mitte kompakt sind. Dann schaffen wir das nicht, weil normal 90 Minuten kann man immer doppeln. So ist das. Ja, und dann kommt man immer einfach in eine Situation so, wo der Tuta raus muss und dann schafft er nicht jetzt hier den zuzustellen, weil er flanken muss. Dann müsste der Hinteregger, Tuta und Philipp ein bisschen versetzt sein, so wie im Bilder wir gesehen haben, das Tor, dass dann
dieser Ball hier hinter die Kette nicht kommen kann, dass wir uns sofort hier abwehren können. Weil wir uns fast auf die Linie stehen, das ist viel, viel einfacher für ihn, den Ball hier zu spielen. Und dann laufen die Stürmer rein. Und weil der sehr, Raum sehr, zwischen Torhüter und genau, Abwehrkette und das sehr, sehr schwer zu verteidigen. Dann. Was würdest du deinem Rechtsverteidiger, dem Flügelmann, mitgeben, wenn du weißt, es ist ja auch immer so, bei Kostic sagt man, ja, der flankt, ne? Du weißt, er hat einen linken Fuß, der geht eh nicht um den rechten, aber es funktioniert irgendwie trotzdem. Was gibst du dem mit, als Einzeltaktik im Endeffekt? Ja, aber natürlich geben wir mit, dass er sein Spiel machen muss erstmal. Wir sind Eintracht Frankfurt und Knauf hat sehr, sehr, sehr gut gemacht in den letzten Spielen. Ja, nicht nur jetzt auch in Barcelona, wenn man sieht, wir haben auch gesagt, ey, der musste nach hinten verteilen. Nein, der hat auch sehr, sehr viele Aktionen nach vorne gemacht. Der hat auch Jordi Alba sehr, sehr Probleme gestellt. Und deswegen muss man auch hier offensiv damit der gegnerische Spieler auch ein bisschen nach hinten laufen muss. Und das muss man auch beschäftigen, auch in der Offensive. Wir müssen nicht nur denken, wir müssen nur in der Defensive, sondern müssen wir beschäftigen den Gegenspieler auch in der Defensive, dass wir uns offensiv mit Drang nach vorne sind, dass der auch viele Meter nach hinten machen muss. Oder wir sind ja selber torgefährlich und dann führen wir. Erwin, blicken wir zum Abschluss nochmal auf die personelle Situation unserer Eintracht. Wärst du jetzt als Trainer sagen, oh, ich würde lieber vielleicht den einen oder anderen nochmal schonen im Hinblick auf Donnerstag, Europa League Halbfinale gegen West Ham? Oder sagst du, nee, die Jungs brauchen ihren Rhythmus, ja, die müssen spielen. Was wäre so deine Herangehensweise? Wenn alle fit sind, ich würde sagen, die Mannschaft soll so spielen, wie der Trainer jetzt plant, den Donnerstag UEFA-Pokal spielen, den West Ham zu spielen. Und nicht zu schonen, sondern die Mannschaft braucht diesen Rhythmus. Die Mannschaft hat auch gezeigt, dass es, wenn jemand eine Aufstellung haben, das sag mal 90% waren wir immer so gleich in vielen Spielen, dass wir uns auch die Automatismen haben, dass wir uns auch viel, viel gefährlicher sind. Das haben wir auch in Barcelona gezeigt und deswegen muss die Mannschaft, wenn die alle fit sind, ich weiß nicht, was auch mit so ist, auch ja, in der genau, letzten... Haben wir oben noch mal, so ist das, er hat individuell trainiert die Woche. Ja, und wenn er auch noch da spielen kann und das auch in Hinsicht zum West Ham, dann warum nicht? Da müssen wir die Besten nutzen auf dem Platz und dann bis Donnerstag ist schon viel, viel Zeit und deswegen, ich werde bevorzugen, dass die Besten sollen spielen und dann auch für Donnerstag auch die gleiche Mannschaft. Erwin, vielen lieben Dank. Dankeschön. Welches Spiel die beiden Trainer Oliver Glasner und Sebastian Hoeneß erwarten, das haben sie auf der Spieltagspressekonferenz verraten. Ich finde die Frankfurter grundsätzlich unangenehm zu spielen, sind weiterhin eine hart intensiv verteidigende Mannschaft, kommen viel über Balleroberung, über Konter, die sie ausspielen. Aber, sagen wir mal, das Halbfinale trügt so ein wenig, wie Sie es gerade gesagt haben, die Heimstatistik, aber auch die Rückrundenstatistik. Ich glaube, da sind sie 14. Sind sicher jetzt aktuell einfach auch nicht auf der Platzierung, auf der sie sich eigentlich sehen oder auf der sie sein wollen. Ja, deswegen rechnen wir uns da natürlich auch was aus. Tun sich schwer, Tore zu machen, ist mein Gefühl, sind hart im Verteidigen, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Das sind so, haben Speed, gerade dann über die Außen, klar, Kostic, auch Knauf, Lindström, auch ein sehr schneller Spieler, haben schon sehr, sehr viele Speed-Spieler, die sie dann nutzen, um dann nach Balleroberung umzuschalten. Für mich eine Mannschaft ist, die das Potenzial hat, um die Champions-League-Plätze zu spielen. Das haben sie gezeigt. Sie haben die letzten Wochen ein bisschen Probleme bekommen, haben jetzt auch den einen oder anderen Ausfall, gesperrten Spieler. Aber es ist eine qualitativ tolle Mannschaft. Sebastian Hoeneß, finde ich, macht auch einen fantastischen Job dort. Man sieht ganz klare Abläufe, wie sie haben in der Offensive, unglaublich variabel. Spielen sehr, sehr gepflegten Fußball und das ist etwas, was uns ja, also zumindest bisher in der Saison entgegengekommen ist. Von unserem aktuellen Trainer Oliver Glasner springen wir jetzt zu einem Ex-Trainer, Niko Kovac. Der war beim Europa-League-Heimspiel gegen den FC Barcelona zu Gast hier in Frankfurt und war vorher auch noch am Podcast-Mikro. Mit Jan-Martin Strassheim hat er über die Geheimnisse des DFB-Pokalsiegs in Berlin gesprochen und was es mit einer Taktik von Jürgen Klopp auf sich hat, auch das hat er verraten. Als wir dann das Ergebnis von Bayern München gegen Leverkusen hatten, war ich mir sicher, dass wir Spiel morgen gewinnen werden und ich hatte wirklich schon auch eine Idee, weil diesen Zettel habe ich letztens beim Aufräumen gefunden, wo ich dann gesagt habe, okay, wir werden dann so spielen, wie es letzten Endes der Jürgen Klopp oftmals gegen den FC Bayern gespielt hat, 4-3-3. Niko Kovac, einen Top-Job am Podcast-Mikro gemacht.
Apropos super Job, die könnt ihr auf der Seite unseres Hauptsponsors Indeed finden. In der nächsten Woche findet in Frankfurt und in der Region die sogenannten Indeed Interview Days statt. Auch hier bei Eintracht Frankfurt. Da könnt ihr ein Vorstellungsgespräch bei uns machen und braucht nicht mal ein Anschreiben dafür. Dein Herz schlägt für die Eintracht und du wolltest schon immer Teil der Eintracht-Familie werden? Dann melde dich jetzt bei den Indeed Interview Days an und trage dich online für dein Bewerbungsgespräch bei der Eintracht ein. Natürlich gibt es aber auch noch viele andere Jobs bei vielen anderen Unternehmen. Wir freuen uns auf dich. Nächsten Donnerstag ist es schon soweit, die Indeed Interview Days auch bei unserer Eintracht. Unter dem unten eingeblendeten Link könnt ihr euch für ein Vorstellungsgespräch eintragen. Das war's schon wieder hier von Im Herzen von Europa, präsentiert von Indeed vor der Partie gegen Hoffenheim. Wir drücken die Daumen, haut die Kraichgauer weg hier im Deutsche Bank Park. Auf geht's, Forza SGE. Das war's für heute. Hat Spaß gemacht. Mit Indeed. Stolzer Hauptsponsor der Eintracht. Tschüssi!